Double Stops. Sind eine total effektive Methode, Akkorde interessanter zu gestalten. Es gibt einen Haufen Möglichkeiten, Akkorde mit Double Stops zu umspielen. Im heutigen Video möchte ich dir eine ganz einfache Methode zeigen, Akkorde mit Double Stops auszuschmücken, die bei fast allen Akkorden funktioniert. Los geht's! Von Double Stops spricht man, wenn man zwei Töne gleichzeitig auf der Gitarre spielt. Es gibt also unzählig viele Möglichkeiten, Double Stops zu spielen. Trotzdem hat sich aber unter diesem Begriff ein ganz bestimmter Sound etabliert, der in etwa so klingt. Zu diesem ganzen Double Stop mutterlich, wie ich sag, habe ich schon mal ein Video gemacht. Im heutigen Video möchte ich das aber noch ein bisschen zerlegen, ein kleines bisschen vereinfachen und zugänglicher machen, sodass man es wirklich in einfache Akkordfolgen mit einbauen kann. Als Ausgangspunkt braucht man einen bildlichen Anker. In unserem Fall jetzt den C-Dur-Akkord als Barré-Griff. Dieser hier. Ich liebe bildliche Anker, weil man sich auf der Gitarre dadurch Sachen viel besser vorstellen kann und ich liebe es eben, die Bilder mit den Akkorden zu verknüpfen. Deswegen nenne ich dieses Bild hier auch R-Shape, weil man hier mit den drei Fingern, man kann das theoretisch auch so greifen, manche machen das, ist auch völlig egal, aber es geht um diese drei Töne hier, das ist der A-Dur-Akkord. Deswegen sprechen wir vom A-Shape. Ganz wichtig, du musst für die eigentlichen Double Stops die Barré-Akkorde nicht mal greifen, sondern sie dienen nur als bildlicher Anker. Und wenn ich den Akkord jetzt anspiele, dann klingen die Töne hier. Und ich fokussiere mich auf den Bereich, den die drei Finger hier greifen. Wie gesagt, manche greifen das auch so, und das geht jetzt gar nicht, sondern es geht darum, dass wir jetzt sagen, okay, diese drei Töne hier sind unser Fokus, dieses A-Shape. Und von diesem bildlichen Anker aus gehen wir jetzt weiter und spielen mit dem Ringfinger den Ton drüber hier auf der A-Seite, der da nicht mit dabei ist, den da. Und den spielen wir jetzt an und dann kann ich zwei Bünde höher rutschen. Und jetzt nehme ich mir das Bild wieder her, das ich gerade gedrückt habe, und greife das mit dem Zeigefinger. Und mir reicht es jetzt, wenn ich die D- und die G-Seite anspiele, ich spiele die B-Seite nicht mit. Dieses Bild im Kopf haben hier und dann darauf hinzielen. Und schon haben wir ein kleines Gitarrenlick, mit dem wir den C-Dur-Akkord umspielen. Man hört direkt, es stammt aus dem C-Dur-Akkord raus. Und jetzt kann ich den C-Dur-Akkord entweder als Barré-Griff vorneweg spielen oder auch als offener Akkord. Ich kann aber, wenn im Hintergrund ein Backing-Track läuft oder auch wenn nicht, einfach nur das Lick spielen. Der war unsauber. In dem Fall spreche ich jetzt davon, dass wir den C-Dur-Akkord umspielen. Das heißt, wir spielen jetzt nicht direkt das Akkordbild an, das jeder so im Kopf hat, sondern wir umspielen das mit dem hier. Und in dem Fall kombinieren wir eigentlich schon zwei Griffbilder. Das Ausgangsgriffbild war dieses A-Shape hier, schau. Da stecken diese Töne drin, die wir dann mit dem Zeigefinger hier spielen. Aber wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann ist es ein Ausschnitt aus dem G-Dur-Shape. Na, ich sollte mal scharf stellen hier, sorry. Natürlich greift das jetzt so in echt keiner, aber wenn ich jetzt hier einen Capodaster hätte und einen G-Dur greife, dann steckt der Griff oder das da genau da drin. Wir rutschen da rein und das ist der Ton hier aus dem G-Dur-Akkord. Und ich merke mir das genau so in der Praxis, dass ich sage, hey, ich kombiniere zwei Griffbilder. Das A-Shape und das G-Shape.
Diese bildliche Verankerung und Sichtweise kommt aus dem Caged-System. Ich persönlich bin ein Riesenfan davon. Das volle Programm dazu gibt es in meinem Griffbrettfuchs-Mitgliederbereich. Der Mitgliederbereich ist dazu da, um den Teilnehmern die Orientierung auf der Gitarre näher zu bringen und weg von Mal nach Zahlen zu kommen. Der Mitgliederbereich hat bloß ein- bis zweimal im Jahr geöffnet. Du kannst dich aber in eine unverbindliche Warteliste eintragen, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und das Ganze kann ich jetzt auf jeden Dur-Akkord verschieben und anwenden. Das ist ja das Tolle. Es gilt jetzt nicht nur für einen C-Akkord, sondern zum Beispiel auch für einen D-Akkord. Und da gehe ich jetzt auch wieder her und sage, okay, wo habe ich meinen D-Akkord als A-Shape-Griff? Weil das ist ja unser Ausgangspunkt. Den habe ich hier. Und genau da kann ich jetzt das auch anwenden. Ich gehe hier drüber und spiele das. Ich verbinde vom Prinzip her das G-Shape und das A-Shape klingend eben auf D. Das könnte ich jetzt hier auch beim F machen. F-Akkord. Wenn ich jetzt die Akkorde habe, C, D und F, ist zwar jetzt keine schöne Akkordverbindung, aber ist wurscht, dann kann ich spielen. D und F und G zum Beispiel noch. Jetzt kann ich alle Akkorde mit diesem einen Lick umspielen. Und wie man das Ganze für Mollakkorde anwendet, ohne irgendwas verändern zu müssen, zeige ich gleich. Vorher erweitern wir das Lick aber um eine Kleinigkeit. Also, wir gehen wieder zurück zum C. Hier. Und da hat man das da. Und beim zweiten Mal spiele ich jetzt wieder dieses Lick. Und jetzt nehme ich den Ringfinger auf der D-Seite zwei Bünde weiter drauf, am besten mit einem Hammer on. Und wieder weg und spiele nochmal die zwei Seiten. Dann klingt der zweite Teil so. Erster Teil und zweiter Teil. Und wenn ich vorher jetzt den Akkord anspiele, Achtung, man kann natürlich noch viel mehr draus machen. Das ist jetzt mal nur eine kleine Herangehensweise, um zu verdeutlichen, wie das Ganze funktioniert. Eine kleine Inspiration gibt es dann am Ende des Videos, da spiele ich dann ein bisschen mehr. Vorher klären wir aber, was wir bei einem Mollakkord machen. Du hast vielleicht schon mal gehört, dass es eine parallele Molltonart bzw. parallele Mollakkorde gibt. Und genau das hier machen wir uns zunutze. Jeder Dur-Akkord hat eine Mollparallele. Wenn du darüber mehr erfahren willst und wenn du wissen willst, welche Mollparallelen das sind, dann kann ich dir meine Videoreihe Musiktheorie Basics empfehlen. Theorie, habe ich jetzt ausgesprochen wie Amerikaner. Die habe ich oben verlinkt, da lernst du in 4 Videos alle Basics, die meistens die Basis meiner Videos sind. C-Dur hat als parallelen Mollakkord A-Moll. Der liegt hier. Die zwei Akkorde sind von den Tönen her verwandt, so haben ähnliche Töne, und deshalb kann man dasselbe Lick jetzt auch über den A-Moll-Akkord spielen. Das Einzige, was sich ändert, ist jetzt der bildliche Anker. Ich habe jetzt nicht mehr hier meinen bildlichen Anker, sondern wenn es jetzt ein A-Moll-Akkord ist, hier, und dann denke ich mir, okay, hier ist mein Grundton und direkt drunter kann ich jetzt das Lick starten. Oder jetzt spiele ich A-Moll. Passt. Du musst also gar nichts ändern, außer dem bildlichen Anker. Wir starten unter dem Grundton vom Mollakkord. Hier. Und jetzt zeige ich mal, wie das ausschauen kann, wenn wir C und A mal im Wechsel spielen und die ganze Sache ein bisschen freier angehen und uns quasi jetzt nicht immer nur an dieses eine Lick halten. Thank you.
dir die Art zu spielen gefällt, dann kann ich dir mein größeres, umfangreicheres Video zu den Double Stops hier empfehlen. Da gehe ich nur ein bisschen näher drauf ein und zeige auch mehr Varianten. Ansonsten danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao!